Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt mich jetzt ein paar Wochen lang nicht gesehen. Ich habe keine Videos veröffentlicht, Corona-Krise und Lockdown sei Dank. Ich musste mich um meine Firma kümmern. Wir sind alle jetzt im Homeoffice schon seit vielen Wochen und da war halt viel zu organisieren, viel zu kümmern und das war mir einfach wichtiger, als YouTube-Videos zu machen. Vor allem ging es auch irgendwie nicht, denn das, was ich vorhatte, Verbrauchsfahrten, Reichweitenfahrten oder Testfahrten zu machen, ging nicht, da die Autohäuser zu waren. Es gab Lockdown, man durfte nicht mehr oder weniger sich nicht mit anderen Leuten treffen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, auch gar keine Videos zu machen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber jetzt geht es wieder los, jetzt wird wieder geöffnet, die Autohäuser haben wieder auf. Und da ich mich schon sehr, sehr lange für den Mini Cooper SE interessiert habe, habe ich mir den jetzt als erstes mal besorgt und mache heute eine Reichweitenfahrt. Das heißt, ich werde heute ausprobieren, wie weit kommt der Mini Cooper SE mit einer vollen Akkuladung auf der Autobahn, wenn man ungefähr Tempo 120 fährt. Diese Tests habe ich ja schon oft gemacht. Warum 120? Naja gut, es ist wieder mal ein Kleinwagen und von der Akkugröße her ist er halt vergleichbar mit dem VW e-Up. Wobei der Mini an sich also vom Coolness-Faktor den e-Up, glaube ich, schon mal um 100% geschlagen hat. Sowohl das Interieur als auch von außen. Mich spricht es total an. Ich bin da so ein bisschen begeistert, wie das alles aussieht, auch mit dem runden Mittelinstrument hier. Also das hat irgendwie was, das wirkt auf mich ziemlich sexy, muss ich sagen. Und deswegen freue ich mich besonders drauf, den Wagen heute Probe zu fahren. 32 Kilowattstunden Akku hat er laut Hersteller, wobei nutzbar nur rund 29 sind. Das heißt, da ist 10% Puffer drin. Das würde bedeuten, dass er beim Schnellladen mit DC, was er offiziell mit 50 kW schafft, doch relativ lange diese hohe Leistung beibehalten müsste. Wechselstrom kann der Mini SE mit 11 kW laden. Und das funktioniert wunderbar. Ich bin jetzt auf 100% vollgeladen und habe eine angezeigte Reichweite von 176 Kilometer. Das ist weniger als unsere Zoe hat, zumindest wenn wir mit dir in der Stadt fahren. Wenn ich die momentan volllade, zeigt sie an 190 Kilometer Reichweite. Schafft sie nicht in der Wirklichkeit, aber 160 schafft sie in der Stadt locker. So, jetzt fahren wir aber auf die Autobahn und das heißt, da wird der Verbrauch natürlich steigen. Angegeben ist der Verbrauch beim Mini Cooper SE laut NEFZ mit ungefähr 14,8 bis 16,8 Kilowattstunden auf 100 und die Reichweite mit 240 bis 270 Kilometer. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kann das überhaupt rechnerisch sein? Also ich meine, das widerspricht sich völlig. Dieser kleinere Verbrauch von 14,8 Kilowattstunden, wenn ich das mal mit dem 29 Kilowattstunden Akku hochrechne, dann sind das nicht mal 200 Kilometer. Aber die minimale Reichweite ist hier mit 240 Kilometer angegeben laut NEFZ. Allein schon NEFZ, dass man das noch macht, ist irgendwie völlig indiskutabel. Warum nicht WLTP? Wobei das ja nun auch nicht wirklich sehr genau ist, aber immerhin der aktuelle Standard. Das entzieht sich irgendwie meiner Kenntnis oder meiner Logik, warum BMW-Mini das so macht, auch in allen offiziellen Prospekten. Aber das soll jetzt hier nicht Gegenstand der Diskussion sein. Hat mich nur gewundert und finde ich doof. Aber was soll's? Ich bin gespannt, wie sich der Wagen fährt. Ich fahre wieder nach Bremerhaven und zurück. Die Strecke hat ja 130 Kilometer, wie ihr vielleicht wisst. Wetter ist mal wieder beschissen. Wir haben jetzt zwar Mai, aber es regnet und es sind 11 Grad draußen. Ja, so viel zum Thema Mai. Es war auch schon schöner, aber natürlich heute, wo ich mir den Wagen ausgeliehen habe, ist das Wetter so, wie ich es bei meinen Probefahrten eigentlich gewohnt bin. Das ist ja auch ganz gut, dann ist es wenigstens vergleichbar. Ja, jetzt mache ich mich gleich auf die Reise. Es wird spannend, deswegen bleibt dran. Also der Hundetest, den brauchen wir nicht weitermachen, das passt nicht. Boing.
Problem, wenn du hier die Seite drückst und dann nach hinten ziehst, dann bist du in D. Mhm. Warte. Und du hast, wie du schon hörst, so ein leichtes Innengeräusch bis 20 km/h. Hier ist übrigens die induktive Ladeschale fürs Handy. Das ist alles sehr, auch dieser Kreis zeigt die Ladestand, den Ladestand an. Kannst du echt? So, auf geht's. Stehen hört sich der Motor an wie Warp-Antrieb. Ja, so ein bisschen wie Warp-Antrieb, das Innengeräusch. Ja, absolut. So, auf geht's nach Bremerhaven. Leider wieder bei regnerischem Wetter. Und jetzt 8,5 Grad, die Temperatur ist nochmal gefallen. Also es ist verrückt. Es war auch schon mal 25 Grad vor ein paar Tagen. Aber so ist das Leben. Was ich sehr schön finde hier bei dem Mini, das ist ganz, ganz selten bei den Elektroautos, die ich bisher gefahren habe, ist die Rekuperation. Die kann man in zwei Stufen einstellen. Standardmäßig ist sie auf hoch. Man kann sie auch niedrig einstellen, dann segelt man mehr. Aber jetzt, wo sie auf hoch ist, ist es so, dass wenn ich Gas wegnehme, jetzt fahre ich 30, Gas weggenommen und er bremst bis zum Stillstand. Null. Jetzt stehe ich. Also das ist richtig gut. Das gefällt mir und vor allem gewinnt man so in der Stadt natürlich extrem viel Energie zurück. Ja, aber man kann hier sehr schön dieses One-Pedal-Driving machen, was ich auch von meinem Tesla gewohnt bin. Und ich finde sogar die Rekuperation hier ist noch extremer als bei mir im Tesla, wobei sie da schon sehr hoch ist. Aber dieser Regen ist natürlich jetzt wieder richtig doof, ne? Also ja. Könnte man doch mal bei Sonne nach Bremerhaven fahren. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das gepachtet, das Wetter hier. Also wenn Bremerhaven mal Regen braucht, weil es zu trocken ist, dann ruft mich an, Leute. Ich mache eine Probefahrt und ich garantiere euch, dann regnet es. Also die Platzverhältnisse hier im Mini sind echt nicht üppig, muss ich sagen. Das ist ja fast noch kleiner irgendwie von innen gefühlt als im E-Up. Wenn ich meinen Sitz auf mich einstelle, dann kann hinter mir absolut keiner mehr sitzen, völlig unmöglich. Die Sitzbank hinten sieht zwar sehr groß und gemütlich aus, auch wenn man dort sitzt und der Vordersitz nach vorne geschoben ist, dann kann man da sehr gut sitzen. Aber wenn hier ein größerer Fahrer sitzt, also ich bin jetzt 1,82, dann kann da hinten kein Mensch mehr sitzen. Völlig unmöglich, geht nicht. Also es ist eigentlich ein zweisitziger City-Flitzer mit einer entsprechenden Stadtreichweite, würde ich mal sagen. Und mit dem es unheimlich viel Spaß macht, durch die Stadt zu flitzen. So ist mein erster Eindruck nach ein paar Kilometern. Der Wagen fühlt sich einfach, ja, er fühlt sich unheimlich wendig an. Und man sagt ja immer, Mini hat dieses Go-Kart-Feeling. Ich persönlich finde das jetzt nicht so Go-Kartig, weil die Zoe ist auch nicht so richtig anders hier. Nur dieser Wagen liegt irgendwie noch ein bisschen satter auf der Straße. So vom Radstand her weiß ich nicht genau, wie der ist, aber fühlt sich irgendwie ja, wendiger an, muss ich sagen. Ach so, noch zur Vollständigkeit. Ich habe jetzt hier den Drive Mode auf Green gestellt. Das heißt, da ist die Beschleunigung nicht so hoch. Ob irgendwie die Heizung reduziert wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist dann die Leistung wahrscheinlich reduziert hier. Man fühlt das auch. Das habe ich natürlich jetzt gemacht, weil mir geht es ja um die Reichweite und mir geht es nicht darum, möglichst sportlich unterwegs zu sein. Aber ich werde 120 fahren, zumindest da, wo es geht. Und auf der Strecke Bremen-Bremerhaven ist ja 120 im Prinzip durchgehend möglich. Auch im Green-Modus finde ich die Spritzigkeit an der Ampel völlig okay. Also man kann locker mit anderen Autos mithalten und ich habe ja nicht durchgedrückt. Also wenn ich mal durchdrücken würde, würde ich wahrscheinlich auch im Green-Modus den meisten an der Ampel erstmal davonfahren. Ja, dieses One-Pedal-Driving im Mini, das ist richtig schön. Also man nimmt Gas weg, er bremst sofort bis zum Stillstand. Bis zum Stillstand macht das ja nicht mal mein Tesla. Also ey, das finde ich richtig gut. Ganz mein Geschmack. So, es geht jetzt auf die Autobahn. Es ist wieder alles normal in Bremen. Der übliche Stau in der Abfahrt Überseestadt ist wieder da. Der war jetzt irgendwie 2 Monate lang nicht existent und jetzt ist er wieder da. Also ist wieder alles wieder im gewohnten Bereich.
Ja, ich würde sagen, der Wagen hat so ein paar Schönheitsfehler, finde ich. Also das ist ja jetzt die XL-Variante, das heißt die teuerste Version mit der besten Ausstattung. Und er hat noch nicht mal, das muss man hinzukonfigurieren, einen Spurhalteassistent oder einen adaptiven Tempomat. Der Wagen hat nur einen normalen Tempomat, das heißt, man kann eine Geschwindigkeit einstellen und die hält er dann. Und ja, bremsen muss man schon alleine, ne? Das macht der Wagen nicht. Das finde ich extrem schade, dass das jetzt nicht serienmäßig ist in der XL-Version. Es ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, muss ich sagen. Das Head-Up-Display für Arme, da könnte ich gut drauf verzichten, weil ich so eine Scheibe, die da hochfährt, immer so ein bisschen uncool finde. Da fände ich es besser, wenn man das auf die Frontscheibe projiziert. Das war ja wohl nicht drin, kostet wahrscheinlich ein bisschen mehr. Dann kann man es auch gleich weglassen. Geräuschniveau ist wieder ziemlich gut. Ich fahre ja ungefähr, jetzt fahre ich nicht ganz 120, jetzt fahre ich 115. Aber wenn ich jetzt mal 120 wieder fahre, sofern das geht, ist das Geräuschniveau okay, es ist jetzt nicht besonders leise, aber ein paar Windgeräusche hört man, ein paar Rollgeräusche hört man. Leider haben wir den Regen, das macht das natürlich eh ein bisschen lauter. Aber ansonsten hier, der Wagen ist super gedämmt. Nichts, was irgendwie stört, da pfeift nichts, es klappert nichts. So muss das sein. Der Mini ist ein wenig sportlich gefedert, das merkt man. Es ist hier doch ganz schön am Wackeln. Also doch anders als in den anderen Autos, die wir bis jetzt so Probe gefahren haben. Der ist hier mehr so der sportliche Charakter. Sind wir so rund 25 Kilometer unterwegs und er zeigt mir noch eine Restreichweite von 130 Kilometern an. Das heißt, wir haben aber noch 100 Kilometer. Es beschleicht mich so ein bisschen das Gefühl, dass bei 120 und diesem Wetter auf der Autobahn der Mini unter Umständen Probleme haben wird, von Bremen nach Bremerhaven und zurückzufahren. Da bin ich gespannt, wie schnell die Restreichweite jetzt noch sinkt. Durchschnittsverbrauch 19,4 Kilowattstunden. Hier haben wir einen LKW mit lauter EQCs überholt. 6 Stück an der Zahl, die wahrscheinlich jetzt nach Bremerhaven fahren, um dann nach USA verschifft zu werden. Kilometer auf der Strecke, Durchschnittsverbrauch immer noch 19,2 Kilowattstunden und wir haben noch 116 Kilometer Reichweite. Ist also doch ein bisschen mehr gesunken, schneller gesunken, als wir gefahren sind und ich bin skeptisch. Also hin und zurück 130 Kilometer. Könnte knapp werden. Jetzt haben wir 50 Kilometer geschafft und sind immer noch bei 19,6 Kilowattstunden auf 100. Da hat er sich irgendwie eingependelt jetzt. Wir haben aber noch eine Restreichweite von 95 Kilometer, die angezeigt wird. Ich gehe mal davon aus, dass es am Ende immer genauer wird. Die sinkt jetzt noch relativ schnell, aber Akkustand ist 75%. Das heißt, 150 Kilometer müsste ja eigentlich kommen. Wenn ich für 50 Kilometer 25% verbraucht habe, dann müsste er das schaffen. Bin ich kurz ein bisschen reingefallen. Diese Ladestandsanzeige, die ist halt sehr grob und das sind so Balken, Segmente. Und gerade wo ich hingeguckt habe, war das eine Balkensegment noch da und dann ist das Balkensegment halt ausgegangen. Wenn ich mir die Ladestandsanzeige genau in Prozent anzeigen lasse, dann sind wir jetzt bei 66%. Dann waren das keine 75%, sondern wahrscheinlich irgendwas mit 70%.
2 Kilometer, dann sind wir wieder in Bremerhaven angekommen, da wo wir immer die Wende machen. Jetzt hat sie wieder megamäßig angefangen zu schütten. Ich fahre hier gleich runter und dann fahren wir zurück. Wir haben jetzt genau 62% im Akku, Durchschnittsverbrauch 19,2, sind auch genau 62 Kilometer gefahren im Moment und werden es dann laut dieser Berechnung gerade so zurückschaffen. Da stehen wir also wieder. Jetzt haben wir 65 Kilometer auf der Uhr und noch 60% im Akku. Das heißt, wir schaffen es gerade so zurück, würde ich sagen. Also wir haben ja wieder Regen ohne Ende und das wird auf der Rückfahrt sicherlich genauso sein. Also Durchschnittsverbrauch ist jetzt 18,8 hier an der Ampel gewesen. Weil ich hier ein bisschen 50 fahren musste, ist er natürlich wieder gesunken. Aber gleich geht es wieder auf die Bahn und dann wird er sich wieder bei 19,56 so einpendeln. Fahrtechnisch macht das tierisch Spaß, diesen Wagen zu fahren. Der ist total knuffig, gefällt mir gut. So, auf dem Rückweg bei 70 Kilometern, 19 Kilowattstunden im Verbrauch und noch 89 Kilometer Rest. Also es beruhigt mich ein wenig. Ich glaube, wir schaffen das, ohne zwischenladen zu müssen. Fragt sich nur, wie am Ende die Restreichweite noch ist und der Gesamtverbrauch. So, 50% im Akku, genauer gesagt 52% im Akku und wir haben eine Restreichweite von 79 Kilometer. Gefahren sind wir 77, also es kommt locker hin. Jetzt ist man da wohl ein bisschen sicherer, würde ich sagen. Mittlerweile kann man das auch sein. Wenn man so einen Wagen halt noch nie gefahren ist, dann weiß man ja auch nicht genau, wie die Anzeigen stimmen, wie genau die sind. Ja, aktuell würde ich sagen, gar kein Problem. Kann man sich ganz entspannt zurücklehnen und konstant 120 durchfahren. Macht wirklich Spaß. Also ich könnte jetzt hier einfach stundenlang weiterfahren. Klappt leider nicht, weil der Akku bald alle ist. Okay, wir sind jetzt bei 90 Kilometer und haben noch eine Restreichweite von 62, rund 45% noch im Akku, wenn ich das mal schätze hier von dieser Anzeige. Und das ist alles wunderbar. Vor uns ist wieder mal eine schwarze Wand, das heißt in Bremen schüttet es jetzt auch endlich, obwohl hier auf der Strecke jetzt gerade trocken ist. Ist aber auch gut für meinen Garten, weil der hat auch schon lange keinen Regen mehr gesehen, also ich will mich da auch nicht beschweren. Muss ich vielleicht mal wieder öfter Probefahrten machen. Also auf der Rückfahrt jetzt von Bremerhaven nach Bremen haben wir offensichtlich ein bisschen Rückenwind, weil der Durchschnittsverbrauch ist jetzt bei 18,9 konstant. Auf der Hinfahrt war er bei 19,6 und gefühlt sind auch die Windgeräusche viel geringer. Vor allem auch der Regen hat ja jetzt erstmal aufgehört, sodass ich sagen kann, jetzt bei 120 auf der Rückfahrt ist das Geräuschniveau hier sehr, sehr angenehm. Konstantes, sehr moderates Rauschen, ganz wenig Wind. Das sind nur die Rollgeräusche von den Reifen im Prinzip. Also von der Dämmung her fühlt sich das alles sehr gut an hier. Das macht Spaß. Der Mini macht überhaupt Spaß. So, Zwischenstand 100 Kilometer gefahren und 19 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch, noch 50 Kilometer Restreichweite. So, 120 Kilometer sind wir jetzt unterwegs und haben noch eine Restreichweite von 32. Und wie viel Prozent im Akku? Sekunde. 23% sind es noch, die wir haben. Also das ist ganz entspannt. Und ja, er ist nicht so effizient wie der E-Up, das kann man schon mal auf jeden Fall sagen. Aber wir haben ja noch ein paar Kilometer.
der Mini macht bei unter 20 km/h so ein Geräusch, ein künstliches. Vor allem auch innen hört man das. Es klingt so ein bisschen wie ein Warp-Antrieb. Gar nicht so schlecht, auf jeden Fall nicht ganz so aufdringlich, wie es im E-Up noch war. Aber ich persönlich bin einfach einer, der möchte beim Elektroauto gar kein Geräusch haben, zumindest innen nicht. Nach außen kann man ja gerne was hören, aber nach innen finde ich es doof. Aber gut, zum Glück ist es bei über 20 km/h aus. Man kann es aber, glaube ich, nicht abschalten. Ich habe zumindest keine Funktion gefunden, wo man das noch deaktivieren kann. Hört ihr das Geräusch? Ja, es ist, finde ich, ein bisschen nervig. So, wir sind wieder angekommen. 130 Kilometer haben wir zurückgelegt. Der Durchschnittsverbrauch betrug 18,3 Kilowattstunden und wir hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren von 92 Kilometern pro Stunde und haben noch 26 Kilometer Restreichweite. Das heißt 156 Kilometer rechnerisch würde ich jetzt kommen mit diesem Auto. 19% sind noch im Akku. Wie gesagt, Wetter war wieder mal ganz schlecht. Also für Mai wirklich, wir haben ja die Eisheiligen, dann ist es natürlich vielleicht wieder erklärbar, aber für Mai ist es sehr, sehr schlechtes Wetter gewesen. Und dadurch aber auch vergleichbar mit den anderen Tests, die ich gefahren habe. Und wenn ich mir den E-Up vorstelle, der ist tatsächlich effizienter als der Mini. Das ist aber auch kein Wunder, wenn ich mir jetzt mal die Form von dem Mini anschaue, die steil aufragende Frontscheibe und auch die ganze Karosse. Die hat natürlich auch einen ganz anderen Luftwiderstand, von daher kann der Mini gar nicht so effizient sein. Noch dazu hat er ungefähr 10% weniger nutzbare Akkukapazität. Ne, 10% waren es nicht, aber es war, glaube ich, 1 Kilowattstunde. Ich glaube, der E-Up hatte 30 Kilowattstunden nutzbar und der hat hier nur 29 Kilowattstunden nutzbar. Also ist ganz klar, dass der nicht so weit kommt. Der Mini ist natürlich auch ein erklärtes Stadtauto und kein Autobahn- oder Reiseauto. Das ist völlig klar. Andererseits bei dem Preis, ich meine, selbst wenn man die Förderung abzieht, dieses XL-Modell, da ist man schnell mal bei irgendwie, was war das jetzt, glaube ich, 34.000 Euro. Das ist eine Menge Holz für ein Auto, was man nur in der Stadt bewegt. Mir persönlich ist es zu viel. Obwohl ich ja bei dem Mini dieses Haben-Wollen-Gefühl habe, also ganz eindeutig, das habe ich, weil ich den Wagen an sich sehr schick finde. Ich finde so Autos, die ein bisschen was Besonderes sind, die anders sind als der Mainstream, das gefällt mir irgendwie. Und gerade auch das Interieur von dem Mini und die Optik von außen, das ist natürlich schon immer ein bisschen anders gewesen. Und gerade auch bei der elektrischen Variante hier passt das irgendwie sehr super. Die Verarbeitung finde ich irgendwie ziemlich gut gelungen. Die Sitze sind schön in der Innenraum. Ich kann mich nur wiederholen, gefällt mir ausgezeichnet. Von daher wäre der Mini für mich, für ein Stadtauto, schon die erste Wahl. Wenn das Geld keine Rolle spielen würde und wenn man wirklich nur in der Stadt unterwegs ist. Als Zweitwagen, wie zum Beispiel bei uns mit der Zoe, da überlege ich es mir dann vielleicht schon zweimal, ob ich mir den Mini anschaffe bei dem Preis. Nichtsdestotrotz, also der Mini ist ein sehr gelungenes Auto. Ich kann es euch nur empfehlen, probiert ihn mal aus, fahrt ihn mal Probe. Als Stadtauto, Kurzstreckenauto oder auch mal für eine spontane Fahrt. Wenn man einmal lädt, dann kann man ja auch durchaus 300 Kilometer hier überbrücken mit dem Auto. Gar kein Problem. Was das Laden angeht, die Ladekurve konnte ich jetzt persönlich zwar nicht aufnehmen, aber ich blende euch hier mal die Ladekurve ein, die ein anderer Kollege, nämlich Andreas Hähnelt, aufgenommen hat. Die ist relativ gut hier für den Mini, sodass man ungefähr in 35, maximal 40 Minuten von 0 auf 80 oder sogar 85% aufladen kann. Und dann kommt man wieder rund 130 Kilometer. Und im Sommer würde ich mal sagen, wenn es ein bisschen wärmer ist und nicht so viel Regen wie heute, dann wird der Verbrauch auch sich wahrscheinlich so bei 16, 17 Kilowattstunden einpendeln, auch bei 120 auf der Autobahn. Ja, das war von mir mein erster Test nach der Corona-Krise, wobei wir befinden uns ja eigentlich noch immer mittendrin. Es ist nur alles irgendwie gelockert und wir werden sehen, wie es sich die nächsten Wochen weiterentwickelt, ob wir nochmal einen Lockdown haben oder ob sich das alles im Sommer wieder Richtung Normalität bewegt. Ich hoffe es sehr und ich hoffe, ihr seid gesund geblieben und ihr bleibt auch gesund. Bei uns ist zum Glück alles okay und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert wie immer meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.